Als nächstes sind zwei Schauspieler im Rahmen einer Körperimprovisation mit allen gelernten Bodenelementen im Kontakt mit dem Partner und mit hohem emotionalem Engagement zu sehen.
Im Folgenden wird eine Improvisation von einer Schauspielerin dargestellt. Dies ist ein Schritt weiter. Sie improvisiert mit dem ganzen Körper, bleibt dabei so organisch, dass die einzelnen Elemente nicht zu erkennen sind. Die Elemente werden zu einer nicht banalen Geste. Auch hier wird eine Geschichte erzählt. Es finden hier viele emotionale Prozesse statt. Dies ist ein Weg, um einen totalen Akt auf der Bühne zu erleben. Allen hier zu sehenden Schauspielern ist dies gelungen. Um dieses zu erreichen, haben die Schauspieler mehrere Stunden am Stück improvisiert. In dem vorliegenden Film ist sowohl der totale Akt als auch die mehrstündige Improvisation nicht zu sehen, da es ein intimes Erlebnis ist und die Anwesenheit des Drehteams einen negativen Einfluss hätte. Auch die Filmdauer wäre dadurch im Wesentlichen zu lang. Einen totalen Akt auf der Bühne kann man auch während einer Aufführung erleben. Manchen Schauspielern gelang es, während der Proben und der Aufführung von Shakespeares Sommernachtstraum dies geschehen zu lassen.